Herzlich willkommen in Zypern. Ich bin der Thomas Wegmüller, seit 17 Jahren hier auf Zypern, war früher Radprofi und genieße eigentlich jetzt das Leben an zwei Orten, einerseits in der Schweiz und andererseits hier in Zypern. Auf Zypern kann man herrlich Radfahren und als Radprofi schätze ich natürlich diese ganzen schönen verkehrsfreien Straßen. Es gibt wunderbare Bergpässe, es gibt herrliche Abschnitte am Meer entlang und dazwischen, wie gesagt, viel verkehrsfreie, neu asphaltierte Wege. Auch die Mountainbiker finden etwas. Man hat herrliche Trails gebaut im Troddos, auch in den Weindörfergebieten gibt es Trails, wo man fahren kann durch diese Terrassen. Und ich glaube, dass man sagen darf, dass Zypern das wirklich das Radparadies in Europa ist. Zypern praktisch 340 Tage an der Sonne fahren. Das ist sicher ein Vorteil gegenüber anderen Destinationen. Im Weiteren glaube ich auch, dass mit den vielen neu asphaltierten Straßen, dass wir jetzt ein so reiches Netz haben, dass es wirklich sehr viele Möglichkeiten gibt, dass man auch ein- oder zweiwöchige Trainingslager hier ohne Probleme durchführen kann.